Ej, det er vi kun tredje jo. Mach er hende. So, wie war der Franz? So, fahren. So, wie viele Kilometer wir das noch auf dem Tacho haben. Fertig zum Losfahren. Okay, unter 800, okay. Sieht also aus, als wenn wir aktuell noch im Zeitplan liegen. Achso, der LKW hat ja so schon 5%. Das heißt, der LKW wird gar keinen Schaden bekommen. Nein, aber es ist wirklich der Auflieger dazu. Aber der Auflieger ist doch genauso weit wie der LKW. Wir würden mich ja da bei der Brücke aufgegangen haben. Hm. Muss ich mir mal dann angucken, mal das Video. Ob sich vielleicht doch eher eine Alphawand war. Haha, super reingeflutscht. Easy. Naja, wir sind überall Alpha Wende. Ah, schon wieder Alphawand. Bei so einer Brücke hier. Das ist natürlich blöd, ey. Da kann man mit der Kamera gar nicht so schön rumfahren. Naja, was soll's. Dort ist das halt so. Mal schauen, ob wir jetzt noch 400 Kilometer schaffen. Wenn ja, sollten wir sehr gut in der Zeit liegen für die nächste Folge. Dann haben wir die nächste Folge fürs Anbringen, also fürs Anbringen der Bombe, fürs Anliefern noch genug Zeit. Oder für Streckenabschnitte, wo wir nicht mehr auf der Autobahn fahren. Mal gucken. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts.
Wie wir einfach gerade 100 fahren. Oder rollen, primär. Oh, ist das toll. Warum ist da links gelb und hier weiß? Ist noch ein Unterschied? Ja, die Schilder oben sind beide die gleichen. Aber jetzt ja, haben wir jetzt noch viele Mautstellen oder? Oh ne, okay, nicht. Zum Glück. Dachte schon, ist jetzt hier wieder so wie Italien oder sowas. Also, wie hier. Der Bereich hier, wo du einfach so 20.000 Mautstellen hast. Immer geradeaus. Ich wähle den ganzen Strich auf der Fahrbahn, ey. Der sieht so komisch aus, was soll das darstellen? Ich habe keine Ahnung. Was soll denn das? Hier, irgendwelche Kreuze, so überall sieht es gleich aus, weil das immer, sich immer wieder wiederholt. Das ist doch... Könnt ihr das nicht einfach wegpatchen, diese Textur? Und einfach gegen eine austauschen, die das nicht hat? So. Das ist halt unnötig einfach.
Ausfahrt rechts. Das reicht nicht. Ja, die hat den Felder rechts, ey, geil. Immer geradeaus. Ah, Petra. War Petra nicht eine von den beiden, die neue Petra? Hä? Aber wie hat sie wieder da noch deinen Punkt jetzt bekommen? Wo hat sie denn den Punkt gerade gemacht? Ist nicht gerade aufgestiegen? Was ist los mit den beiden? Amana Colm. Achso, ja. So. Aber gleich ist es wieder dunkel. Das Schöne ist, diesmal können wir uns vielleicht sogar hinpacken. Ja, wir können tatsächlich sogar noch mal pennen gehen. Wow. That's not bad. Cool. Weil wir also zügig genug unterwegs, dass wir hier auch wirklich genug Reserve rausgeschlagen konnten. Was? Rausschlagen konnten. Was überhaupt nicht daran liegt, dass wir andere zu schnell fahren. Nein. Immer wie auch. Geradeaus. Also ich meine.
Was labert der? Was ist mit dem? Ja. Tropic Pen doch gleich hier. Machen wir jetzt das hier. Ah, wieder 2 Stunden, könnte schon zu weit sein. Dann lohnt sich das auch nicht mehr wirklich. Auf geht's. Aber können wir wissen, noch den Sonnenuntergang schön genießen. Easy. Immer geradeaus. Weil einmal müssen wir auch noch schlafen, weil wir brauchen noch 6 Stunden und wir müssen aber in fast 4 Stunden Pause machen. Also wir müssen auch noch einmal schlafen, tatsächlich. Machen wir das also jetzt möglichst früh, also so als es dunkel geworden ist, so. Hey, Mann, jetzt bin ich raus. Ja, doch, genau. Ja, genau. Einmal schlafen müssen wir noch. Ja. Können wir das so legen, wie wir wollen. Geradeaus. Auch ein schönes Lied. Alter, voll die Strafen und Ebenheiten hier, ey. Was ist denn los? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ausfahrt rechts. Oh, ukrainische Schilder. Wär geil. Wenn die hier, ne, die Ukraine ist ja das hier. Wenn das dann auch bald mal kommt. Das kann wegbleiben, das da hinten kann auch wegbleiben, braucht keine Sau. So. Aber das hier, Digga. Das wäre geil. Also vor allem auch schon ein großes Gebiet dann, ne? Wahrscheinlich stellen die dann in 2 DLCs auf oder machen wirklich ein großes DLC. Ich meine, das Texas DLC. Was, Texas? Also das letzte, was jetzt rauskam bei ATS, das war ja auch eine große Map. Vielleicht machen sie Ukraine auch als eine Map. Als ein DLC. Das wäre schon geil. Wobei mir persönlich gerade natürlich Amerika schon wichtiger wäre, weil ich privat halt eher mit dem ATS spiele. Ich meine, ATS mache ich aktuell nur noch hier fürs Let's Play. Hä? Ja. Wieso fahre ich gerade ohne den Tempomat? Digga, was ist denn los hier?
Oh, voll der Sonnenuntergang. Holy shit. Oh, wir sind die Wolken davor. Aber wie cool das eigentlich ist, ne, dass so die Wolken eine extra Layer in der Textur sind. Also, dass sie halt als nicht einfach eine Skybox haben, sondern wirklich mehrere Layers. Das heißt, auch die Sonne wirklich hinter Layers verschwinden kann. Das ist ja schon geil. Allgemein, dass wie die gesamte Atmosphäre funktioniert mit dem Himmel und so, ist halt bei dem Spiel schon echt geil gemacht. Oh, sollten wir mal langsam unser Licht einschalten. Aber ich mag immer so diese, ne? Also, das finde ich halt immer so ein bisschen so, meh. Außerdem ist es da wohl jetzt gleich der Parkbereich. Von daher. Boah, Alter. Was ist das für eine Wolkenschicht? Holy shit. Fängt das an zu regnen oder was? Das ist ja heftig. As fuck. Nice. So. Dann einmal den Motor abschalten. Und dann können wir jetzt einmal hingehen. Und schon ist wieder hell. So, dann war es doch für die Folge gewesen sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Genau. Bis dann.